Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier bei unseren Freunden, Freunde Nilpferden. Einige haben sich hingelegt und schlafen. Ich sehe drei auf der Seite, eins auf der, dann sind das vier. So ungefähr vier. Leben nicht mehr. Fällt nicht auf. Da sind sofort wieder welche gekommen. Und wir haben wirklich genug von diesen Nilpferden, behaupte ich. Aber wir haben auch Durst. Da sind die ja doch etwas störend gerade, die Nilpferde hier. Flusspferde. Und die mögen uns jetzt natürlich nicht mehr. Das eine hat sogar noch ein paar Stöcke am Stecken. Ach ehrlich jetzt? Jetzt kommt die Rache der Nilpferde, der Flusspferde. Oh nein! Naja, die warten da jetzt. Wir sind schon lange weg. Über alle Berge fast. Hier liegen doch bestimmt ein paar Steine für uns rum, oder? Genau einer noch. Eigentlich sollte das so rum auch gehen. Na, ist ja schon gut, das ist ja kein. Das ist ja kein Feuer, das da runterkommt. Dann heißen wir lieber ein bisschen was von diesem Kartzeug. Ich glaube, da ist auch Feuchtigkeit drin ein bisschen. Können wir das Ding nochmal verändern? Nee, dann wird es kaputt gehen, glaube ich. Hört doch schon auf zu regnen. In dieser Folge werden wir keine Flusspferde mehr belästigen. Vielleicht ein paar Otter oder Riesenwarzenschweine. Aber eher wohl nicht.
Ich glaube, wir nehmen auch mal unseren Knochen mit. Die Stöcke, die verlieren wir immer unterwegs. Dann sind wir jedes Mal stocklos wieder. Das nicht staubt, ja, die sind bestimmt total frisch und saftig. Versuchen wir mal den Komet, den Meteoriten hier, solange es geht, mit uns herumzutragen. Unsere Ziele haben wir gleich. Da ist ja schon wieder was nachgewachsen. Ja, aber wir verlassen diesen Ort jetzt. Wir müssen nämlich noch unser Gehör trainieren. Das Olfaktorische ist schon ganz gut ausgebildet. Oh, unsere Ziele sind nämlich das da und erstmal das da. Wenn nicht noch irgendwas anderes auf dem Weg liegt. So, los geht's. Der Meteorit ist dabei. Und der Knochen, den wir hoffentlich nicht so schnell verlieren, wieder in einen Stock. Oh, wir werden ja wohl nicht rausschwimmen dürfen dafür. Ich wollte den zum, wisst ihr, zum Flusspferd hinlocken. Als ob die es nicht schon. Oh Gott, die hassen uns aber wirklich, die Flusspferde. Aber Flusspferde essen doch keine Tiere, oder? Und die sind total gefährlich eigentlich, doch. Sehen nur nicht immer so gefährlich aus, vielleicht. Oh, dafür müssen wir echt darüber schwimmen. Nein. Naja, okay. Den Otter hat's erwischt. Ich wollte das Flusspferd hier eigentlich bringen, aber ich glaube, du hast jetzt schon keinen Hunger mehr. Das ist ein Reflex. Oha. Okay, das Krokodil wird schon mal satt. Die armen Otter. Um die Ecke gerannt, denken, oh, da oben ist einer. Der denkt, der wird mal ein Mensch. Ja, von wegen, dem zeigen wir es jetzt aber. Und zack, war's das. Ach, da ist auch eine Schlange oder ist das ein Krokodilsei?
Das Krokodil ist weg. Die sind hier nicht so wie in der Wüste oder so. Jawohl! Aber das hatten wir schon. Ein Krokodil mit einem riesen Warzenschwein gefüttert. Haben wir schon gemacht. Im Dschungel schon, damals. Das war so eins der ersten. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte mich bedienen. Na, haben wir denn was mitgebracht wenigstens? Nee. Haben wir fallen lassen vor Schreck. Das Krokodil passt aber auf. Das war ein Kunststück. Oh nein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Was zu essen? Ein Krokodilsei? Ich glaube, Eier vertragen wir. Noch nicht? Nee, ein bisschen schon. Noch nicht so ganz. Aber egal. Noch nicht perfekt. Ganz übel. Ganz übel. Das ist total gefährlich hier mit den ganzen Krokodilen und so. Oh oh, dumme Idee. Ganz dumm die Idee. Oh nein. Wir kommen da immer noch nicht dran. Jetzt aber. Jawohl. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Der große See. Habe ich es nicht gesagt in einer der letzten Folgen? Es ist ein See, es ist kein Meer. Und was steht? Es steht dort. Der große See. Der große See, jawohl. Ja, aber so sind die ganz friedlich. Nur wenn wir sie hinlocken, dann nicht. Ach, wir sind immer noch auf irgendeinem Berg scheinbar, oder? Oh, ganz Afrika zu erkunden, das kann aber eine Weile dauern noch. Vorsicht. Oh. Oh.
Das ist aber auch mal was Neues hier. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, aber doch, so langsam sollten wir uns auch Gedanken machen, ob wir wieder nach Hause gehen. Von wegen Gesundheit und so. Ja, wenn wir immer schlafen, sollten wir auch immer wieder Energie mittlerweile dazu bekommen im Schlaf. Kapok-Faser, was sagt uns das? Dass der mächtige Machiarodus am Werk, oder? Das ist dann ja, da müssen wir echt total weit laufen, um da ranzukommen. Ich glaube, wir müssen auch irgendwas Neues erschnüffeln. Sonst bringt das nichts. Erschnüffeln, erhören. Erhören. Ja, hätten wir einen Stock dabei, würden wir den jetzt fallen lassen. Aber Kapok-Faser kennen wir doch auch schon. Ist denn der Australopithecus afarensis, ist der denn wirklich so alt geworden schon? Wie alt sind wir denn? 15 Monate? Ist ja nicht alt. Oder 30 oder wie alt wir gerade sind jetzt. Da haben wir es. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt: Dschungel, die Steinkopf-Oase. Man könnte annehmen, es wäre ein Steinkopf. Sieht wirklich ein bisschen danach aus gerade. Sah es danach aus. Ja. Oh, wir können aber schon ganz schön weit hören. Und dann noch erkennen, dass da eine Schlange ist, so weit entfernt. Oh.
was da in der Höhle wohl haust. Na gut. Einmal gucken, was unsere Evolution so macht. Nichts Neues für uns. Nichts Neues für uns. Nein. Gut, und wir gehen schlafen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.